Liebe Brüder und Schwestern, wir haben soeben einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium gehört, wo Jesus am Abend vor seinem Leiden für seine Jünger, ja und für alle, die an ihn glauben, betet. Wie innig betet Jesus in seinem Abschiedsgebet, besonders um die Einheit der Seinen. Ja, es ist ein Herzensanliegen von ihm, dass alle, die an ihn glauben, eins sind. Eins sollen wir sein. Aber die Sünde macht uns immer wieder einen Strich durch diese Rechnung. Unsere Neigung zum Bösen, unsere Unvollkommenheit, unsere menschlichen Schwächen, unser Egoismus, unser Nicht-Eins-Sein mit dem Willen Gottes. Immer wieder gibt es Risse in dieser Einheit, immer wieder entsteht Spaltung. Wie schmerzlich ist diese Spaltung unter den Christen, unter den Getauften, unter jenen, ja, die an Jesus glauben. Ja, wie sehr leidet Gott darunter, unter diesen Spaltungen. Jesus aber will, dass wir eins sind. Aber diese Einheit kann der Mensch nicht schaffen. Wir können uns darum bemühen, können beten, können aufopfern, können Gott bitten, aber letztlich kann nur Gott selber Einheit stiften. Nur der Heilige Geist kann diese Einheit bewirken, unter uns, unter den Christen, unter allen Menschen guten Willens. Ja, das ist die wahre Ökumene, die dem Heiligen Geist Raum gibt, die nicht meint, Menschen könnten es schaffen, die Spaltung zu überwinden. Nur der Heilige Geist Gottes, dieser Geist der Wahrheit und der Liebe, kann die rechte Einheit stiften unter uns, unter allen Christen. Ja, das ist das rechte Streben nach Einheit, dass wir nicht von der Wahrheit unseres katholischen Glaubens Abstriche machen und meinen müssen, ja, wir müssten uns anpassen, damit die Einheit sich verwirkliche. Nein, nicht Abstriche vom Glauben, von der Wahrheit, sondern das Vertrauen auf die Macht und Güte Gottes, ja, auf die Kraft des Heiligen Geistes, der uns geschenkt ist, bewirkt die rechte Einheit unter uns. Ja, die Einheit in den Familien, in den Gemeinden, in der Kirche. Jesus, er wäscht uns rein von aller Schuld. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünde hinwegnimmt, die Sünde, die trennt von ihm, vom Vater und untereinander. Ja, bitten wir in diesen Tagen innig um diesen Geist Gottes, um diesen Geist der Einheit, der Stärke, der Wahrheit, der Liebe, des Friedens. Ja, wie mächtig war Stephanus erfüllt von dieser Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben es in der Lesung gehört. Er sieht den Himmel offen, er sieht Jesus beim Vater in der Herrlichkeit. Ja, die, die ein reines Herz haben, die können Gott schauen, sagt Jesus. Stephanus, dieser erste Zeuge des Glaubens, wie brennend war sein Herz in dieser Liebe Gottes. Er betet für seine Verfolger, er betet für jene, die ihn töten, bittet um Vergebung. Ja, das bewirkt der Geist Gottes, diese Kraft, auch den Verfolgern zu verzeihen, für jene zu beten, die uns Unrecht tun. Ja, er schenkt die Kraft, auch jenen zu verzeihen, die morden, die töten. So wie Jesus am Kreuz gebetet hat, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. So legt der Herr auch in unser Herz
diese Worte, sein Gebet hinein, durch den Heiligen Geist, denn er ist das Alpha, das Omega. Er ist der Anfang und die Vollendung unseres Lebens, der Geschichte der Kirche, der Welt. Ja, bitten wir den Herrn und bitten wir die Gottesmutter Maria, sie ist sozusagen die Mutter der Einheit, dass der Geist Gottes uns neu erfüllt mit seiner göttlichen Kraft, mit seiner Liebe, seiner Stärke. Maria, die frei ist von jeder Sünde, von jedem Makel der Erbschuld, die den Glauben bewahrt hat, auch unter dem Kreuz, auch da, wo niemand mehr glauben konnte, wo alles verloren schien, ist sie die Mutter aller Glaubenden, ja die Mutter der Einheit geworden. Sie war eins mit Jesus, mit dem Willen Gottes. Sie hat vertraut, sie hat geglaubt, dass Jesus wirklich Sohn Gottes ist und dass er auch von den Toten auferstehen wird. Ja, möge Maria uns die Gabe des Heiligen Geistes erbitten mit allen Heiligen. Ja, die Heiligen, sie waren ganz eins mit Gott, mit Jesus. So wie der Weinstock eins ist mit den Reben. Jesus gebraucht dieses Bild. Wenn die Rebe nicht verbunden bleibt mit dem Weinstock, dann verdorrt sie. Ich war heute Morgen auch draußen in unserem Klostergarten. Da haben wir einige Weinstöcke. Ja, wie wunderbar treiben die Reben. Sie haben schon kleine Trauben, man sieht schon kleine Früchte an den Reben der Weinstöcke. Und es ist logisch, es ist selbstverständlich, wenn so eine Rebe nicht beim Weinstock bleibt, nicht daran bleibt, dann verdorrt sie. So können auch wir keine Frucht bringen, ja keine Kraft gewinnen, wenn wir nicht eins sind mit Jesus, wenn wir uns nicht durchströmen lassen von der Kraft des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes, er bringt in uns diese Fruchtbarkeit hervor. So können wir wahre Zeugen des Glaubens sein, Zeugen für den auferstandenen Herrn Jesus. So rufen wir gerade jetzt um den Geist Gottes. Er möge das Werk, das er in der Taufe in uns begonnen hat, vollenden. Er möge uns immer mehr umwandeln und heiligen, dass wir diesen Willen Gottes für unser Leben erkennen, diesen Heilsplan des Vaters, den er für jeden Menschen ganz persönlich hat. Und er möge uns die Augen öffnen für seine Gegenwart in uns und unter uns und an so ein offenes Herz schenken für ihn, für sein Wirken, für seinen Willen und für die Not unserer Mitmenschen. So wächst die Einheit unter uns, in der Kirche, unter den Christen. So wächst diese Einheit unter allen Menschen guten Willens. Möge der Herr uns stärken und möge Maria für uns bitten, wie damals im Abendmahlsaal mit den Aposteln gemeinsam. Möge sie für uns um diesen Geist Gottes bitten, der alles vollendet und uns führt und leitet auf unserem Lebensweg. Amen.